Genau, also das waren ja eigentlich ziemlich eindeutige Stimmen dazu, dass es für das Saarland sehr wichtig ist und vor allem auch unsere Region hier, dass wir eine gute wissenschaftliche Ausbildung haben. Überrascht Sie das jetzt oder haben Sie gedacht, da kommen unterschiedliche Meinungen dazu Also auf? es war doch schon eindeutig, in welche Richtung das läuft. Es Ja. ist wirklich für das Saarland eine ganz komplizierte Geschichte. Also man hat es ja von der Nebensicht gesehen, man kann das auch sehr schön ausrechnen, Wegfall der Kaufkraft etc. Das ist ja auch ein Thema, was im weiten Sinne gestern auch im Stadtrat schon diskutiert wurde, weil es sind ja schon Beträge, die dahinter stecken. Es sind Tausende von Euros, die über den Länderfinanzausgleich kommen. Es sind 10.000 Euro ungefähr, die jeder Student hier, wenn man allein BAföG setzt etc. als Grundwert rechnet, hier auch ausgibt. Ja. Das heißt, die Frage ist letztlich schon, und das ist sozioökonomisch, man kann jetzt natürlich schön wie die Saarbrücker Zeitung Leitartikel schreiben, wir wollen keine Uni mehr der Landeskinder. Ja. Ja, das ist ja schön. Das bedeutet aber eben Nebeneffekt, dass wir auf der einen Seite mal die Landeskinder größtenteils in andere Länder schicken. Wollen wir das? Ja. Und dass wir auch darauf verzichten, viele andere von anderen Bundesländern hierher zu holen. Das heißt, das Ganze ist auch ein ökonomisches Prinzip. Wir wollen jetzt nicht Orga-TV in Zahlen Ja. umrechnen, aber es haben ja einige Kollegen auch gemacht. Und das sind schon Zahlen. Das heißt, die ganzen Hochschulpaktmittel und alles, was hier kommt, das sind Beträge, die reinkommen, die aber überwiegend über dieses große Würfelchen reingekommen sind. Ja. Das heißt, wenn die wegfallen, wird es also einen Effekt geben, der wirklich problematisch ist. Es ist für das Saarland schlimm. Wir sparen vielleicht etwas ein auf die erste. Auf der anderen Seite ist es an vielen, vielen Ecken wirklich ein Verlust an Kaufkraft. Und wir haben schon genug Probleme in manchen Regionen im Saarland. In manchen Städten haben wir da Probleme. Man sieht deren Geschäfte etc. Also ob wirklich jeder im Saarland sich freut, wenn das stattfindet, weil wir haben ja auch eine Milchmädchenrechnung. Milchmädchenrechnung wäre, genauso viele Studenten kommen jetzt in diese Business School. Ja. Das heißt also, die Saarländer kommen unabhängig von der Qualität auch in die Business School. Das wird ja nicht der Fall sein. Nein. Das heißt, die cleveren Saarländer gehen dann woanders hin. Und das kann es ja überhaupt nicht sein. Ja, und das ist vor allem für Unternehmen ja auch ein Problem, die gesagt haben, wir brauchen auch wirklich diese gute Ausbildung hier in der Region, damit das Saarland auch lukrativ ist und halt auch wirklich Menschen nicht nur aus dem Saarland, sondern auch aus dem nationalen Bereich oder auch internationalen Bereich ins Saarland kommen und dadurch auch auf die Unternehmen Ja, aufmerksam werden vollkommen und dort richtig. arbeiten Genau, müssen. die kommen hierher ins Ja. Saarland, lernen während ihres Studiums die Unternehmen Ja. kennen. Da gibt es ja genug Aktivitäten, gehen dorthin und bleiben dann auch da. Ja. Und das ist für Unternehmen ja schon was Wichtiges. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der, glaube ich, nicht genannt wurde. Ich habe nicht genau Ja. jetzt alle Interviews gehört. Es gibt in der Clustertheorie wichtige Aussagen darüber, wann Unternehmen in gewisse Regionen gehen, also Ansiedlung. Ja. Und der wichtige Faktor ist Bildung auf hohem Niveau. Und Bildung auf differenziertem Niveau. Ja. Das heißt, die Unternehmen, wenn die jetzt ins Saarland kommen würden, brauchen Hochschulabsolventen sowohl vom Typ Universität wie auch vom Typ Fachhochschule. Ja. Und das würde wegfallen. Ja. Ja, wir haben jetzt über viele Zahlen geredet. Eine Zahl, die auch ja, drastisch ansteigt, sind die Studenten, die sich in dieser Petition mitmachen, beziehungsweise an dieser Petition beteiligt sind gegen die Schließung von der Fakultät 1. Ja, aber das Thema hatten wir so ähnlich vor einigen Jahren schon mal, wo sich einige Studenten gegen etwas ausgesprochen haben und es etwas übergangen wurde, könnte man so sagen. Ja, also zunächst mal ganz wichtig. Also die Petition ist eine ganz zentrale Geschichte. Ja. Also mitmachen, ich weiß nicht, ob wir den Link einblenden oder Den haben wir schon gepostet auf unserer haben schon gepostet. Orga-Seite. Okay, ist Genau. auf der Orga-Seite drauf. Also auf jeden Fall mitmachen. Es muss gezeigt werden, da ist eine Bewegung im Gange, die wir nicht Ja. wollen. Punkt. Das bewirkt doch etwas. Wir haben es ja damals auch gemacht. Wir haben ja das Bild noch hier oben, quasi vor Ja. genau vor 2 Jahren, die Diskussion, wo wir hier ein Bologna-Diplom einführen wollten. Das war ja auch etwas, was in der Fakultät dann total rüberging, war auch dort Beschlusslage. Das ist auch im Studentenparlament, also überall akzeptiert worden. Ja. Es ist letztlich am Universitätspräsidenten gescheitert, Ja. wobei wir jetzt im Nachhinein aber auch verstehen, warum es gescheitert ist. Das war ein Zusammenhang, den wir damals gar nicht so genau gesehen haben. Weil wenn wir jetzt hier bei uns in der Fakultät ein Bologna-Diplom eingeführt hätten, Ja. also ein integriertes Bachelor-Master-Studiengang, Ja. der dann auch noch mit anderen Fakultäten ein bisschen verzahnt ist, mit Informatik, mit Ja. Philosophie und so etwas. Also wirklich einen super verzahnten, integrierten Studiengang. Und wenn der dann vielleicht sogar noch erfolgreich gewesen wäre,
Das ist wie so ein Malefizstein, den man nicht rauskriegen kann. Und was mir damals nicht so bewusst wurde, war, dass zu dem Zeitpunkt, als wir das Bologna-Diplom machen wollten, schon das Würfelspiel gelaufen ist, welche Fakultät wollen wir schlachten. Ja, und dann darf der natürlich nicht so gut dastehen. Und da dürfen wir nicht so gut dastehen. Und so gesehen ist das Timing damals recht schlecht gewesen. Ja. Vielleicht, wenn ich Präsident gewesen wäre und ich hätte Würfel schlachten wollen, hätte ich auch nicht, wenn die Fakultät mit Bologna-Diplom gekommen wäre, laut Ja geschrieben. Ja, das sind halt immer diese verschiedenen Interessenskonflikte. Das haben wir damals nicht gesehen und es ist eigentlich jetzt im Nachhinein jetzt ein bisschen klarer. Mhm. Interessanterweise war im Januar 2011 damals oder 2012, ziemlich genau zu dem 2011. Zeitpunkt. 2011, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als das damals die Diskussion war. Da ist genau das aufgekommen und da entstand diese Diskussion. So gesehen sind da zwei Bewegungen gleichzeitig gewesen, die aber zeigen, solche Petitionen sind wichtig und deshalb noch einmal auf jeden Fall mitmachen. Ja, das kann ich nur wiederholen oder bestätigen. Es ist wichtig, dass ihr eure Stimme abgebt. Das ist auch, man kann auch Kommentare dazu schreiben, Kommentare lesen. Die Fachschaft hat auch einen Kommentar dazu gegeben und das ist eure Möglichkeit, eure Stimme dazu abzugeben und wirklich uns dagegen zu wehren, weil im Endeffekt leidet unsere Ausbildung darunter. Wenn ich vielleicht direkt nochmal selber auch mal Appell in die Kamera geben darf, für den Fall, dass die Kamera mich erwischt. Wenn nicht, ist es auch egal. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ja. Es gibt Abgeordnete, es gibt Bürgermeister, es gibt relativ viele Menschen. Ansprechen, mitdiskutieren. Saarland ist ein überschaubarer Raum. Wenn da eine politische Debatte entsteht, passiert etwas. Und das ist auch etwas, noch was interessanterweise, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen geredet, der ist damals Dekan einer ganz wichtigen medizinischen Fakultät in Deutschland gewesen. Und er hat gesagt, ja, also, Herr Scholz, Sie müssen auf die Straße gehen. Und der hat damals die Schließung in Berlin einer medizinischen Fakultät unter anderem dadurch boykottiert. Der hat Krankenhausbetten auf den Kuhdamm gerollt und hat also gesagt, das geht gar nicht. Da war so ein Tohuwabohu da letztlich. Das heißt, überall Diskussionen über Krankenbetten und alles ganz dramatisch. Und dann hat die Regierung auch zurückgezogen und gesagt, also hoppla, das schon gar nicht. Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, weil wir haben geringfügig heute überschritten, aber wir dürfen das, wir zwei. Bei dem wichtigen Thema auf jeden Fall. Bei dem wichtigen Thema und wir haben die Kompetenz, das zu tun, wir dürfen das, Sie haben es mir erlaubt. In dem Kontext müssen wir wirklich mehrere Dinge gleichzeitig machen. Was wir heute auch gesehen haben, wir müssen verstehen, warum laufen diese Prozesse so. Ja, wir müssen verstehen, warum laufen die so. Wir müssen kapieren, dass da nicht irgendwelche Wissenschaftsräte sind, die da toll rechnen tun. Wie gesagt, Korsett der Erwartungen. Die stecken dann drin, müssen irgendwas tun. Ja, es soll sogar der Satz gefallen sein, nach dem Motto, so ein Landesgutachten machen wir nicht noch einmal, so schief liegen wollen wir nicht noch einmal. Okay. Aber weiß ich nicht, habe ich nur gehört. Das heißt, wir müssen die Prozesse verstehen. Wir müssen, und das ist jetzt ganz konkret für unsere Abteilung Wirtschaftswissenschaft, wir müssen ganz konkret mit Zahlen, mit Fakten argumentieren. Ja, wir müssen zeigen, wo sind wir gut, wo können wir sogar noch besser werden. Und wir müssen auch letztlich zeigen, wo haben wir auf diese Weise Nachteile. Also auf verschiedenen Ebenen arbeiten und ganz klar sagen, was wir nicht wollen, diese Art von Business Schools. Ja, also das geht schon mal rein gar nicht, das geht schon mal auch überhaupt nicht. Ich will sie wieder auf Fußboden schmeißen. Dagegen hätte ich überhaupt nichts. Also wenn jemand uns sowas hier hinstellt, dagegen haben wir nichts, aber wir nichts. Das geht aus anderem Grund nicht. Das ist so eine richtige Studie dort oben. Also das kriegen wir alles. Also dagegen hätte ich nichts, nur ob wir so eine Harvard Business School hier kriegen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, unter dem Aspekt der Einsparung wohl eher nicht. Letzter Punkt. Bevor wir jetzt fertig sind, wir haben hier was hängen. Für das Worst-Case-Szenario. Für das Worst-Case. Ja. Also als Betriebswirt denkt man ja auch immer an den Worst-Case. Und es wird so sein, das habe ich Herrn Lindeweber schon andiskutiert, ihn schon gefragt, was passiert denn, wenn jetzt wirklich die Fakultät 1 geschlachtet wird? Dann gibt es ja die Nummer 1 nicht mehr. Ja. Und jetzt können wir natürlich hingehen und erstmal alle Würfelchen umetikettieren. Ja. 2 wird 1 und so weiter. Nur, wie wir ja wissen, ist, wenn wir einmal diesen Domino-Effekt, Sie wollten noch Domino spielen. Ja, wir wollten spielen einmal zeigen, Domino. Das ist ein bisschen sinnbildlich für das Saarland unter dem sozioökonomischen Aspekt. Die Uni fällt und mit der Uni fällt relativ viel. Und vielleicht bleiben am Schluss 1-2 Fakultäten übrig, aber nicht so viele. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Problem. Und für den Fall, dass wir geschlossen sind, im amerikanischen Sport gibt es das schöne Ritual, dass ganz tolle Spieler, die Nummern werden nicht mehr vergeben. Ja.
Das heißt, das Trikot mit der Nummer wird irgendwo aufgehängt. Unser Jersey bleibt. Und Herr Lindeweber hat schon gesagt, also er wird dafür sorgen, dass wir einen Platz kriegen, wo wir unser Trikot dann hinhängen können. Okay. Das heißt, wie immer es auch ausgeht, das Trikot Nummer 1 wird nicht mehr vergeben. Ja. Die Fakultät 1 bleibt Fakultät 1. So kommen wir zumindest in die Hall of Fame, aber... Wir kommen in die Hall of Fame, wir haben alle nichts mehr davon, aber dort würden wir landen, falls wir nicht doch was anders machen. Ja. Und da bleibt es weiterhin spannend. Sie Professoren wehren sich ja fleißig dagegen. Wie wir eben ja auch schon gesagt haben, müssen wir Studenten auch unseren Beitrag dazu leisten. Und auch die Wirtschaft oder viele Unternehmen aus dem Saarland sträuben sich auch dagegen. Ich denke, wenn wir auch wirklich alle unsere Standpunkte wirklich deutlich machen und da zusammen an einem Strang ziehen, können wir einiges bewirken. Ja, das war jetzt soweit schon mal unsere Special-Sendung zu diesem Thema. Wir stecken natürlich die Köpfe nicht in den Sand und das Leben geht weiter. Deswegen haben wir wie jede Woche organisiert. Und in unserem Team war das die letzte Sendung. Es hat uns wirklich sehr Spaß gemacht dieses Semester. Nächstes Semester wird an dieser Stelle ein neues Team sitzen. Und ich hoffe, ihr werdet auch nächstes Semester um 18.18 Uhr mittwochs wieder einschalten, wenn es heißt Orga TV. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo, heute geben wir euch wie jeden Mittwoch Tipps und Vorschläge, welche Partys, Veranstaltungen und Konzerte anstehen. Wie jede Woche heißt es am 6. Februar wieder, der Donnerstag ist blau. Das Beste der Hausmusik wird dort ab 23 Uhr präsentiert. Es gibt Getränkespecials und für Studenten Ermäßigung. Wer sich nach einer stressigen Woche erholen möchte, kann sich freitags in den Saarlandthermen bei der Nacht der Lichter entspannen. Beginn ist nach Einsetzen der Dämmerung. Wenn ihr jedoch das Wochenende lieber mit einer Party einläuten wollt, findet ihr im Modul bei Tanz der Moleküle genau das Richtige. Dein Herz tanzt, heißt es dort ab 23 Uhr. Am 8. Februar heißt es im 7 Saarbrücken, ab 23 Uhr kommt tanzen. Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro. Davor könnt ihr euch ab 19 Uhr bei der SR1 Tanzlust Tipps von den Profis der Tanzschule Euschen-Gebhardt geben lassen. Sonntag findet in der Garage das Konzert von Bosse statt, im Rahmen seiner Kraniche-Tour 2013-2014. Einlass ist ab 19 Uhr und Karten im Vorverkauf kosten 32,15 Euro. Wer sich zum Wochenstart überraschen lassen möchte, kann montags am 10. Februar in die Dingsneak. Los geht's um 20.15 Uhr im Sinister Saarbrücken. Jeder zahlt 5 Euro Eintritt. Wir wünschen euch eine schöne und vor allem abwechslungsreiche Woche.